Ja, vielen Dank. Es ist mir eine Freude, wieder mal in Luzern zu sein und über Kommunikation sprechen zu dürfen. In der Anästhesie bemühen wir uns natürlich, gut zu kommunizieren, und wir sagen dann so Sachen wie, auch Sie brauchen keine Angst zu haben, die Angst, dass Sie nicht mehr aufwachen, ist völlig unbegründet, das trifft dann nur jeden 200.000. Patienten, wir haben alles im Griff, wir haben das schon 1000-mal gemacht, denken Sie sich doch einfach einen schönen Traum aus, das Medikament macht ein bisschen schwindelig, merken Sie schon was? Das brennt jetzt, Propofol, brennt jetzt mal kurz, hol noch einmal Tiefluft, gleich ist alles vorbei. Na, Sie merken schon, also da ist manches doch nicht so gut. Wir haben aber erhebliche Wirkung auf die Patientin, und der Bernhard Laurent sagt in seinem hervorragenden Buch Die verlorene Kunst des Heilens, dass Worte das mächtigste Werkzeug ist, das wir haben in der Medizin. Allerdings, wie alles in der Medizin, hat es halt zwei Seiten. Wir können damit sowohl verletzen als auch heilen. Wir können gar nicht hoch genug einschätzen, welche Bedeutung wir und unsere Worte auf die Therapie haben. Wenn Sie sich hier anschauen, da hat ein Patient Schmerzen, und jetzt kriegt er ein Schmerzmittel, Metamizol. Und Sie sehen, der Schmerz geht runter. Super. Hier wurde dasselbe gemacht. Der Patient hat Schmerzen, er kriegt das Schmerzmittel in die Infusion. Man hat es ihm nicht gesagt. Und Sie sehen, eine viel geringere Wirkung. Das heißt, ja, dasselbe gibt es mit anderen Medikamenten. Hier Diazepam. Ansetzen, open nennen wir das, also ja, es wird gesagt, wir geben Ihnen jetzt was gegen Ihre Angst, der Angstscore fällt. Und wenn wir das ansetzen und nichts sagen, bleibt die Wirkung fast weg. Übrigens, wenn wir es dann unterbrechen, also absetzen, und wir sagen es, dann steigt die Angst an. Wenn wir es absetzen und nichts sagen, dann bleibt es noch länger. Also Konsequenz daraus, wenn wir Therapie machen, wenn wir Patienten etwas geben, übrigens auch Intensivpatienten, die so bewusstlos aussehen, immer sagen, was sie machen, das hat erhebliche Wirkung. Wenn sie es absetzen, müssen sie es nicht sagen. Das heißt aber eigentlich, dass viel von der Wirkung, die unsere Medikamente entfalten, schon von unserem Sprechen kommen. Und hier ist mal gezeigt, Medikamente zu verschiedenen Indikationen, welchen Anteil hat nun das Sprechen, hat der Placebo-Effekt. Und Sie sehen, das geht von ein Drittel auf zwei Drittel. Das heißt, wenn wir eine Medikamentenwirkung haben, hier nehmen wir mal also 100%, dann ist das nicht das Medikament allein. Wenn wir das Sprechen weglassen würden, wäre es wesentlich geringer. Es ist eigentlich ungerecht, dass die Pharmafirmen das Geld einstreichen und wir sind für einen Großteil dieser Wirkung verantwortlich und wir kriegen nichts. Aber es kann noch schlimmer kommen. Wir können die Wirkung auch verringern, wenn wir nämlich Nocebo, eine negative Erwartungshaltung kann uns die Wirkung des Medikaments noch runterbringen, und dann sehen Sie, welchen großen Anteil an der Wirkung die Kommunikation hat. In Wirklichkeit kann das sogar ins Negative gehen. Hier ein Muskelrelaxans, angekündigt als stimulierendes Medikament, und prompt war nicht Entspannung das Resultat, sondern Anspannung, und interessant, die Plasmaspiegel waren erhöht, also bis hinein in die Biochemie, in den Stoffwechsel, ändert sich da was. Zahnärzte haben Lachgas angekündigt als ein Medikament, das erhöht die Körperempfindlichkeit, und schon prompt war die analgetische Wirkung weg. Wir erwarten ja, dass es sicher gut ist, wenn wir etwas Schmerzhaftes tun müssen, dass wir das ankündigen, ist doch ganz wichtig. Und wenn es dann wehtut, dass wir uns mitleidsvoll äußern.
Das erwarten wir, dass das dann den Schmerz reduziert. Hier hat die Elvira Lang in der Radiologie das untersucht und sie kam zu dem erstaunlichen Ergebnis, nein, die Warnung machte den Schmerz und die Angst größer und die mitfühlenden Äußerungen hat es auch noch verschlimmert. Das war ja überraschend. Sie hatte all diese Gespräche auf Band aufgenommen und hat sie unabhängig analysieren lassen. Und was kam raus? In allen Gesprächen waren negative Worte enthalten. Kleiner Stich, tut das jetzt weh, kann ein bisschen brennen, drückt, war sehr schlimm, haben Sie nicht schon? Das heißt, die Erklärung, die sie gebracht hat, ist, wir erreichen nicht das Erwartete, wenn wir die falschen Worte verwenden. Wir können unseren Erfolg, den Beabsichtigten, zunichte machen. Ja, und dann gibt es noch den Nocebo-Effekt. Hier drei, ja eigentlich dachte man jetzt hier mal drei starke Opioide. Nein, nur zwei davon sind Opioide, das mittlere ist Placebo. Sie sehen hier, der Schmerz, also der Placebo-Effekt, ist in der Höhe der Wirkung des echten Medikaments. Aber zusätzlich kriegen wir diesen Placebo-Effekt, so gern wir ihn hätten, nicht alleine. Das sind der Nocebo-Effekt durch die Nebenwirkungen mit dabei. Natürlich haben diese Opioide gastrointestinale Nebenwirkungen, neurologisch heißt also Müdigkeit und Benommenheit und so. Und Sie sehen, auch hier, Sie kriegen jetzt hier ein Schmerzmittel und prompt, er kriegt gar keins, sondern Placebo, und prompt kriegt er auch die Nebenwirkungen. Ein echtes Medikament wie das Oxycodon hat also hier gewaltige Nebenwirkungen, aber es ist nicht verantwortlich für alles. Ein Teil dieser Nebenwirkungen kommt von den Worten. Und wenn man das extrapoliert, muss man feststellen, wir behandeln reihenweise Patienten mit Nebenwirkungen nach Medikamenten, nach Operationen, ja selbst auf der Intensivstation. Und ein Teil dieser Patienten, ein Teil dieser Probleme sind gar nicht von dem Medikament oder der Operation. Die sind vom Umgang mit dem Patienten. Nocebo beschäftigt uns. Nun ist Nocebo nicht ganz so bekannt wie Placebo. Vor ein paar Jahren haben wir das mal in diesem Artikel gezeigt. Daraus will ich Ihnen zwei Dinge vorstellen. Das eine ist ein Fallbericht. Ein Mann wird in die Notaufnahme aufgenommen. Es geht ihm richtig schlecht. Er wollte sich umbringen. Er hat 29 Tabletten eines Antidepressivums geschluckt. Man kann ihn retten, Katecholamine, Volumen. Ach, wo hat er diese Antidepressiva hergehabt? Er war in einer Studie. Die Studie wurde entblindet. Er war in der Placebo-Gruppe. 29 Tabletten mit nichts drin als ein bisschen Stärke hätten ihn fast umgebracht. Also wenn wir von Nocebo sprechen, heißt es nicht, naja, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Das kann richtig gefährlich werden. Das Zweite sind, was ich Ihnen zeigen will, sind zwei Studien über Beta-Blocker. Hat man nach Nebenwirkungen geschaut hinter sexueller Dysfunktion, da verbirgt sich die Erektionsstörung beim Mann. Hat man auch gefunden, in 3 oder 8% der Fälle. Wenn man den Patienten gesagt hat, hier bekommen Sie ein Medikament für Ihr Herz. Wenn man ihnen gesagt hat, hier bekommen Sie einen Beta-Blocker, dann waren es 16 oder 13%. Und wenn man ihnen gar gesagt hat, hier bekommen Sie einen Beta-Blocker, der könnte als seltene Nebenwirkung auch mal eine Erektionsstörung machen, dann waren es über 30%. Allein abhängig davon, was man ihnen gesagt hat. Diesen Patienten wurden übrigens geholfen, die haben Viagra gekriegt, hat auch geholfen. Das wurde placebo-kontrolliert gemacht, auch in der Placebo-Gruppe waren alle geheilt. Sie sehen, was Sie mit Worten kaputt machen, können Sie mit Worten auch wieder richten. Aus der Anästhesie gibt es viele Beispiele. Hier Kopfschmerzen nach Lumbalpunktion kennen wir gut.
Und das gehört ja auch zu diesen Sachen, wo wir meinen, wir haben verstanden, wie kommt es zustande, da geht Liquor verloren, Unterdruck, Kopfschmerz. Hat man eine Gruppe nicht gewarnt? In der Gruppe, wo man gewarnt hat vor dieser Nebenwirkung, trat sie in der Hälfte der Patienten auf. In der nicht gewarnten nur bei jedem Zehnten. Die Autoren schließen daraus, patients should not be told to expect a headache, as this may be a self-fulfilling prophecy. Das geht natürlich nicht. Wir können jetzt nicht die Aufklärung weglassen. Aber vielleicht die Art und Weise ist interessant. Kennen wir auch. Aspirin macht gastrointestinale Nebenwirkungen. Hier hat man in einem Zentrum das nicht erwähnt. In den anderen Zentren war das Auftreten dieser Nebenwirkung sechsfach häufiger, nicht doppelt, sechsfach häufiger. Und mehr Patienten sind dort aus der Studie ausgeschieden, weil sie nicht mehr mitmachen wollten, wegen Nebenwirkungen. Noch ein Beispiel aus der Anästhesie, kennen wir auch gut. Peridural-Nadel ist ein bisschen dick, wird vorher eine kleine lokale Betäubung gemacht. Die hat man angekündigt, entweder mit den Worten, wir werden Ihnen jetzt eine Lokalanästhesie geben, die den Bereich taub macht, wo wir die Epiduralanästhesie durchführen, damit es für Sie angenehm ist. Oder man hat gesagt, Sie werden jetzt einen heftigen Stich und ein Brennen am Rücken spüren, als hätte Sie eine Biene gestochen. Das ist der schlimmste Teil der ganzen Prozedur. Was war die Folge? Deutlich, hochsignifikant, mehr Schmerzen nach dem zweiten Text. Nun sagen die Autoren, das war Nocebo. Was ist Nocebo? Erwartungshaltung. Naja, ich brauche ehrlich gesagt als Erklärung jetzt hier nicht Erwartungshaltung, sondern ich erkenne im ersten Satz positive Worte, geben, taub machen, angenehm, und im zweiten Satz negative Worte, Stich, brennen, Biene, schlimmster Teil. Ich möchte Ihnen also neben diesem Modell, das uns erklärt, was wir für schlimme Wirkungen haben auf Patienten, Nocebo, ein zweites Modell vorstellen, das nenne ich Trance-Induktionsmodell. Da hat schon vor vielen Jahren der David Cheek festgestellt, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Patienten vor einer Operation sich verhalten, als wären sie hypnotisiert. Wie gibt's das? Weil für diese Patienten die ganzen medizinischen Situationen, der Notfall, der Zahnarztstuhl, vor der Operation, hinter der Operation, Kreißsaal und so weiter, das ist eine Extremsituation mit Angst und Schmerz. Und in solchen Situationen gehen Menschen in einen anderen Bewusstseinszustand, in eine natürliche Trance. Die ist natürlich, weil sie auch bei Tieren vorkommt. Sie kennen das Kaninchen, das vor der Schlange starrt. Solche Patienten treffen wir auch an. Aber auch natürlich, weil jeder von Ihnen mehrfach täglich natürlicherweise aus einem rationalen Denken mehr in so einen träumerischen Moment hineinkommt. Also wenn Sie ein spannendes Buch lesen und Sie haben das Telefon nicht klingeln hören oder Sie machen einen Langlauf und nach ein paar Kilometern laufen die Beine alleine, dann sind Sie in diesem Trancezustand. Den haben wir aber nicht, dass wir ungestört ein Buch lesen können, sondern als Notfallmaßnahme. Ein Notarzt kommt zu einem Unfall und dem Verkehrsopfer wurde ein Arm abgefahren. Er hat aber keine Schmerzen. Erst als der Sanitäter sagt, was ist denn mit Ihrem Arm los, geht der Schmerz los. Was war passiert? Der Patient dissoziiert diesen verletzten Körperteil und spürt ihn nicht. Und das ist natürlich ein Evolutionsvorteil. Wenn unsere Vorfahren, gebissen vom Wolf, sich nicht hingesetzt haben und gesagt haben, was habe ich jetzt falsch gemacht und was muss ich jetzt als nächstes tun, sondern dissoziieren, mit dem Rest davonlaufen. Und dieser Bewusstseinszustand, wo sowas möglich ist, Sie erkennen vielleicht diesen abwesenden Blick, natürliche Trance gibt es, also wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man das erkennen an dem Patienten, aber besonders wichtig sind die Charakteristika fokussierte Aufmerksamkeit. Also ich extubiere eine Patientin,
nach einer Hals-Nasen-Ohren-Operation, ich ziehe den Tubus raus, die Hüstel kurz legt sich zurück, ich wende mich von ihr ab, gehe mit dem Tubus zur OP-Schwester und sage, den Tubus nicht wegschmeißen, geben Sie den zum Sterilisieren. In dem Augenblick richtet sich die junge Patientin auf, nicht sterilisieren, nicht sterilisieren. Hatte mit ihr gar nichts zu tun. Aber das ist etwas, was Sie wissen müssen. Patienten sind, auch wenn sie die Augen zu haben, hochfokussiert, aufmerksam und beziehen alles auf sich. Das macht diese belanglosen Gespräche und so weiter, Gespräche über einen anderen Patienten am Patientenbett so gefährlich. Die Patienten nehmen alles wie ein trockener Schwamm auf und meinen, es ist für sie wichtig. Das Zweite ist, in diesem Zustand wirken Suggestionen, Worte, Bilder stärker als sonst. Und das hat natürlich zur Folge, dass man da etwas sorgfältiger aufpassen muss. Aha. Ja, in dem Zustand ist es dann so, dass eben Verneinungen und Verkleinerungen gar nicht so gut wirken. Also, haben Sie keine Angst, machen Sie sich keine Sorgen. Oder wie beruhigend ist es, wenn von der anderen Seite des OP-Tisches dass die Worte kommen, das kann jetzt gleich mal ein bisschen bluten. Das ist überhaupt nicht beruhigend. Also auch das bisschen Verkleinerungsform hilft da gar nichts. Warum? Weil da ganz starke Worte drin sind. Angst, Sorge, Stich, Bluten. Und die Verneinung, das ist eine späte hirnphysiologische Entwicklung. Die Verneinung ist zu schwach, um diese starken Bilder wegzunehmen. Verunsicherung, merken Sie schon, probieren wir mal, das doch. Verunsichern, versuchen Sie die Medikamente regelmäßig einzunehmen. Das sagt dem Patienten nur, das glaubt er nie, dass ich das mache. Unnötig. Und dann Missverständnisse. Wenn Sie erbrechen müssen, können Sie sich ja wieder rühren. Das kann dazu führen, dass ein Patient stocksteif im Aufwachraum liegt, weil er das in diesem Zustand kindlich wortwörtlich verstanden hat als Auftrag. Ich kann mich erst wieder rühren, wenn ich was produziert habe. Klingt so blöd, aber so blöd ist es eben leider, dass das Verständnis dann nicht mehr vernünftig ist. Dann machen wir Sie jetzt fertig. Jetzt legen wir sie schlafen, gleich ist alles vorbei, holen sie noch einmal tief Luft, gib ihm den Rest. Ja, der Spritze. Ich schneide das jetzt mal durch. Ja, den Faden. Ich schaue morgen noch mal nach Ihnen, wenn Sie dann noch da sind. Ja gut, er ist auf eine andere Station verlegt worden. Die Kleider, die brauchen Sie dann auch nicht mehr. Ja, auf der Intensivstation vielleicht nicht, aber insgesamt schon. Und dann diese beiläufigen Gespräche, Unterhaltung über den Fußball und die werden Sie ja wieder nicht schaffen. Da kann es Ihnen passieren, dass der Patient Sie fragt, Frau Doktor, denken Sie, ich werde es schaffen? Schaffen, habe ich gerade gehört. Schaffen. Oder hat ein das hältst du nicht, werde ich das aushalten? Ja, die greifen sich aus diesen Sätzen und beziehen es auf sich. Rutschen Sie mal rüber auf die Bahre. Das ist schief gelaufen. Ja, der wollte seinen Kollegen nur erklären, warum er zu spät kommt. Aber wenn da ein Patient wach in Regionalanästhesie liegt und der Arzt schreit, da ist was schiefgelaufen, dann ist Alarm. Das ist ja ein furchtbares Bild. Vielleicht will der Zahnarzt seiner Helferin nur sagen, hast du völlig falsch belichtet. Furchtbare Qualität. Für einen Patienten furchtbares Bild, ganz schlimm. Ich sammle ja solche Sachen, könnten mir auch eigentlich, wenn Sie Ihnen sowas erleben, mir schicken. Also vom AKH Wien habe ich Folgendes, da gibt es einen Arzt, der heißt Dr. Sarek. Und die OP-Schwester, wenn der zu spät in OP kam, hat immer gerufen, der Sarek ist da, jetzt können wir anfangen. Oder allein überlegen Sie sich, was das für einen Patienten bedeutet. Der Befund war negativ. Für uns super, ja, für einen Patienten war negativ. Und dann unser Fachjargon. Wir verkabeln sie jetzt. Was soll sich ein Patient da vorstellen? Oder wie beruhigend ist es, wenn die Anästhesieschwester noch kurz vor der Narkoseeinleitung sagt, ich hole noch schnell was aus dem Giftschrank und dann können wir ja anfangen. Verkleinern Sie mal den Totraum. Habe ich selbst gemacht, ja. Erkläre einem Assistenten, während ich da ausleite,
er soll halt jetzt diese Beatmungsschlauch da wegnehmen, verkleinern Sie. Und dann denke ich mir, um Gottes Willen, da wacht ein Patient auf. Und ich sage, verkleinern Sie mal den Totraum. Das heißt aber, auch ich bin nicht perfekt, aber ich kann lernen, ich kann aufmerksam sein und solche Dinge dann abstellen. Hängen Sie an die künstliche Nase. Ich bringe Sie in den Strahlenbunker. Gut, und dann haben diese Suggestionen nun aber wirklich Auswirkungen. Nicht nur auf psychische Sachen wie Angst, Stress, Schmerz, die erhöhen. Wir sehen das dann am Blutdruck, am Puls, Arrhythmien entstehen oder gehen, je nachdem, was gesagt wird. Wie viel Narkose, wie viel Schmerzmittel, wie viel Sedierung braucht ein Patient? Das ist nicht alles genetisch bedingt. Das ist stark abhängig, was hat der für Suggestionen bekommen. Aber nicht nur psychische Sachen, auch körperliche Dinge werden von Suggestionen dann beeinflusst. Peristaltik, Wundheilung, Sie können ja alle Ihre Durchblutung regulieren. Gell? Ja, Sie können rot werden, Sie können blass werden. Aber eben nicht mit Wille und Verstand, ich will jetzt rot werden, ich will jetzt blass werden, sondern Suggestion. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, Sie erinnern sich an irgendwas, bumm, werden Sie rot oder blass. Und es betrifft natürlich nicht nur die Hautdurchblutung, das geht bis hinein, wie viel blutet der während einer Operation. Psychoneuroimmunologie, das hat alles Auswirkungen auf Funktionen, auf Wichtige. In beiden Richtungen. Wir haben ein paar Studien gemacht, da haben wir Auswirkungen von solchen Suggestionen aus dem medizinischen Alltag auf die Muskelkraft gemessen. Also wir haben Probanden oder Patienten dahingestellt, hier ist ein Dynamometer, ein Kraftmessgerät, und die mussten dann maximal den Arm nach oben ziehen, ohne oder mit Suggestionen. Hier zum Beispiel, Sie brauchen keine Angst zu haben, machen Sie sich keine Sorgen. Übrigens Frage, was würde denn ein Placebo-Nocebo-Forscher da erwarten? Sie wissen, Nocebo, Placebo, da geht es um, wie ist die Erwartung? Ist sie positiv, ist sie negativ? Was erwarten Sie, wenn einer sagt, Sie brauchen keine Angst zu haben? Eigentlich erwarte ich dann was Positives, Placebo. Wir haben gemessen, das war der Ausgangswert, hochsignifikant, geht die Muskelkraft runter. Das ist schwächend zu sagen, brauchen keine Angst zu haben, machen Sie sich keine Sorgen. Ist ja so gut gemeint. Es schwächt den Patienten. Gibt es Alternativen? Wir waren nicht von Ihrer Seite, bis Sie das gut überstanden haben. Naja, das war zumindest, es war nicht positiv, aber es war zumindest neutral. Melden Sie sich, wenn Sie Schmerzen haben. Ist Ihnen schlecht? Also Symptomabfrage, ganz wichtig, dauernd. Was macht es? Es schwächt den Patienten hochsignifikant, geht da die Muskelkraft runter. Können wir das ändern? Wir könnten ja fragen, sagen Sie, wenn wir Ihnen helfen sollen, wir können immer was Gutes für Sie tun, fühlen Sie sich wohl statt ist Ihnen schlecht? Und hier der objektive Beweis, ja, es hat eine andere Wirkung. Es ist neutral. Und natürlich sind wir Weltmeister in dem Gebrauch des Wortes Schmerz. Wir schaffen es ja innerhalb von wenigen Minuten, einem Patienten 20 Mal. Haben Sie Schmerzen? Wo haben Sie Schmerzen? Was haben Sie für Schmerzen? Wie stark sind die Schmerzen? Ich gebe Ihnen jetzt was gegen Schmerzen. Sind die Schmerzen jetzt schon besser? Und so weiter. Bom, 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 bom. Können wir das nicht vielleicht auch mal anders sagen? Wir haben gemessen Einfluss, Schmerz, diese Worte schwächen den Patienten. Hier eine Studie, da hat man bei einer Blutabnahme entweder gesagt, also hat man natürlich angekündigt, das sticht jetzt, oder Achtung, ich fange jetzt an. Und Sie sehen einen Unterschied im Schmerz. Also das Wort Schmerz hat ein hat eine Auswirkung auf die, wie viel Schmerz dann entsteht oder wie der Patient geschwächt wird. Was könnten wir also sagen, statt wo haben Sie Schmerzen, könnte man nicht vielleicht sagen, welcher Teil Ihres Körpers benötigt denn jetzt unsere besondere Aufmerksamkeit? Na, das klingt ein bisschen komisch,
Aber daran müssen Sie sich gewöhnen. Wenn Sie besser kommunizieren wollen, dann werden Sie über Schatten springen müssen. Denn wenn es diese Schatten und diese Hemmung nicht gäbe, dann würden wir ja alle besser kommunizieren. Sie müssen den Mut haben, über Ihre Bedenken, ach, was sagt denn der Patient, wie komme ich mir da vor, was sagt denn mein Kollege, wenn ich sowas sage, da müssen Sie drüber weg. Und den Mut haben, sowas auszuprobieren und dann zu sehen, was passiert mit dem Patienten. Sagen Sie, wenn Sie Schmerzen haben. Sagen Sie, wenn wir Sie unterstützen sollen. Sie wissen, wir können immer etwas Gutes für Sie tun. Natürlich ist es wichtig, dass wir einen Patienten aufmerksam machen darauf, dass er nach der Operation dann an der Wunde Schmerzen haben kann und dass er uns das sagen soll. Aber das könnte auch lauten, wenn Sie nach der Operation einen Druck unter Ihrem Verband verspüren, dann sagen Sie uns das. Das zeigt Ihnen nämlich an, dass die Heilung bereits begonnen hat. Oh, glauben Sie mir, wie wurde ich angeschaut, wenn ich bei der Narkoseausleitung sage zum Patienten, Sie haben die Operation ist gut überstanden. Die Heilung hat bereits begonnen. Oh, was sagt er denn heute wieder? Aber die mussten zugeben, ich habe nicht gelogen. Ich meine, wenn da die Heilung nicht eingesetzt hat, wann denn dann? Aber Sie merken, wir sind so trainiert in der Medizin auf Negatives. Das fällt uns ganz leicht. Mal was, nicht was lügen. Es geht nicht um Schönreden oder was, ja? Sondern einfach die vorhandene positive Wahrheit zu sagen, die Heilung hat begangen. Das kommt uns komisch vor. Und wie ist denn das hier? Warum hat denn der hier einen Druck unter seinem Verband? Da könnte man dem mal sagen, übrigens, Sie müssen es mir ja nicht glauben, das ist die Wundheilung. Das ist nicht der Chirurg, der ist längst gegangen, bin ich auch nicht. Das sind Sie, das sind Ihre Zellen, die Makrophagen her, Fibroblasten her, Zytokine raus, COX-2 Schmerz, der andere macht Vasodilatation, jetzt schwillt es, Ödem, poch, 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 was ist das? Das ist die Wundheilung. Aha, wäre mal schön, Patienten sowas zu sagen. Weil die haben ja heute schon eher die Einstellung, Schmerz, oh, da ist was schiefgelaufen. Und wenn was schiefgelaufen ist, dann war einer schuld und den muss ich rausfinden. Nee, das ist ganz natürlich und hat ja auch einen Sinn. Wenn der keine Schmerzen hätte, dann würde er wie wild rumfuchteln oder aufstehen. Also das hat ja eine positive Funktion, der Schmerz, eine Schutzfunktion. Und hier kann man es auch erklären, als er kann es selber erleben, dass hier die Heilung bereits begonnen hat. Das ist vielleicht positiv. Und dann kommen wir zur Aufklärung. Das ist hier live aus Neurochirurgie, Kraniotomie. Koma, Tod, Einblutung, Nachblutung, Infektion, Abszess, Liquorfissel, Meningitis, Hörstörung, Hörverlust, Lähmung des Gesichtes, Taubheit, Schluckstörung, Schluckverlust, Sprachstörung, Lähmung, Schulter, Arm, Zungenlähmung, Sehstörung, Doppelbilder, Halbseitenlähmung, Querschnitt, Resttumor, Rezidiv, Infarkt, Wundheilungsstörung, Lagerung, Schäden. Und jetzt unterschreiben Sie. Das sind ganz harte Worte drin und das macht natürlich Nebenwirkungen. Was können wir dagegen tun? Ja, wir sollten vermeiden, dass negative Erwartungshaltungen entstehen. Wir sollten auf Verträglichkeit fokussieren. Das heißt zum Beispiel, es macht einen Unterschied, ob man aufklärt über die 5-Jahres-Überlebensrate von 65% oder über die 5-Jahres-Sterblichkeitsrate von 35%. Ist ja genau dasselbe reziprok. Der Unterschied war nur, dass im ersten Fall fast alle Patienten in die Operation eingewilligt haben, im zweiten Fall nur 3/4. Also das macht einen Unterschied, von welcher Seite man auf das Risiko schaut. Frühzeitige Aufklärung. Ich habe Ihnen erklärt, dass diese Angst, die entsteht, das Bewusstseinszustand des Patienten verändert. Je näher der Operation kommt, umso ängstlicher wird er, umso mehr geht er in einen anderen in diese Trance, bei der die Suggestionen stärker wirken als sonst. Das heißt, der Vorabend der Operation ist der ungünstigste Zeitpunkt für eine Aufklärung. Und daran halten wir uns kaum.
In unserer Studie haben wir zum Beispiel gemessen an zwei Zeitpunkten. Entweder das eine war 3-4 Tage vor Operation und dann am Vorabend der Operation. STAI ist ein Test für situative Angst und das ist der Delta. Das heißt, hat der zugenommen? Und Sie sehen, wenn, je mehr der zugenommen hat in der Nähe der Operation, umso stärker waren die Auswirkungen dieser Suggestionen auf die Muskelkraft. Also da gab es eine Korrelation. Das stimmt wirklich. Je näher der an den Operationstag kommt, umso stärker die Angst, umso schlimmer wirken diese Negativsuggestionen. Indirektes Sprechen heißt, Sie müssen auch nicht immer sagen, und Sie haben das Risiko von sowieso. Man könnte auch sagen, die meisten Patienten, die so eine Operation haben, die wissen gar nicht, dass da auch das Risiko einer Lungenentzündung besteht. Also man kann auch über andere sprechen, nicht immer direkt auf den Patienten. Wortwahl haben wir schon gesagt, vermeiden Sie diese stark negativen Worte. Verbinden mit was Positivem. Der größte Fehler der Aufklärung ist, wenn die Aufklärung über den Nutzen und über die Risiken auseinandergenommen wird. Also typischer Fall, der Chirurg sagt, Sie haben die Diagnose, wir werden das operieren, dann geht er. Und am Abend, kurz bevor er das Haus verlässt, kommt er nochmal und sagt, ach, Sie haben ja noch gar nicht unterschrieben, ich sage Ihnen jetzt mal die Risiken, Lungen, und jetzt unterschreiben Sie. Der Patient soll die Information haben, Sie verstehen, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Er soll das abwägen. Wie kann er es abwägen, wenn man das trennt? Vorgestern den Nutzen und heute nur die Risiken. Das muss nebeneinander stehen. Das heißt, Sie sollten immer, wenn Sie über ein Risiko sprechen, gleichzeitig über den Nutzen der Behandlung sprechen. Wir haben das gemacht, wir haben hier eine Aufklärung in unseren Studien. Schmerzkatheter. Der hat das Risiko von Infektion, Allergie, Gefäßverletzung und Nervenverletzung. Was war die Folge? Hochsignifikant. Schwächung der Muskelkraft, Schwächung des Patienten. Aber jetzt passen Sie auf. Jetzt wurde nichts weggelassen, jetzt kommt die gleiche Aufklärung. Es besteht zwar ein Risiko von Infektion, Allergie, Gefäß- und Nervenverletzung. Jedoch müssen Sie weniger Tabletten einnehmen, können sich besser bewegen, fühlen sich wohler und können vielleicht früher nach Hause. Neutral. Keine Schwächung. Der objektive Beweis, wir können aufklären und trotzdem die Schädigung, die Schwächung des Patienten vermeiden. Nicht indem wir irgendwas weglassen oder beschönigen oder ihm Versprechungen machen und sie werden früher nach Hause kommen. Nein, was ist denn das hier? Das ist einfach, was wir uns von einem Schmerzkatheter erwarten. Dass der Patient weniger Tabletten einnehmen muss, damit weniger Nebenwirkungen dieser Medikamente hat. Dass er sich wohler fühlt dadurch und dass er vielleicht, das ist unsere Erfahrung, Patienten mit so einem Schmerzkatheter, oft können die früher nach Hause. Also nicht Versprechung, sondern nur einfach gesagt, was man sich von dem Schmerzkatheter erwartet. Realistisch. Und schon ist der Schaden weg. Und das ist ja nicht das einzige Positive, das man sagen kann. Also nicht nur den Nutzen. Man kann ja auch was sagen über Prophylaxe. Wir tun doch alles, um diese Nebenwirkungen zu vermeiden. Also wir könnten sagen, und wir werden die Haut an der Stelle sehr sorgfältig steril abwaschen, damit Sie keine Wundinfektion bekommen. Das war jetzt die Aufklärung über Wundinfektion. Oder Monitoring, und wir haben sie am Monitor, damit wir jederzeit frühzeitig sofort erkennen könnten, bei ihrem vorerkrankten Herzen, wenn mal eine Arrhythmie entstehen sollte, damit wir sie gleich behandeln können. Das war jetzt die Aufklärung über Arrhythmie. Und dann die Behandlungsmöglichkeiten. Also wissen Sie, für einen Patienten, wenn Sie dem nur sagen, Sie haben das Risiko einer Allergie, dann sagt er, Allergie habe ich gelesen, Mann hatte Wespenstichallergie, Wespe gestochen, erstickt. Allergie, erstickt. Würde ich ihm sagen, ich habe in den letzten 40 Jahren im OP keine dramatische allergische Reaktion mehr gesehen. Warum?
Weil wir genau aufpassen, wird der hier rot, kriegt der einen Jucken, bums ihm in der Schublade, Histaminrezeptorblocker, zack, zack, Cortison, bum, bum, das war's. So sieht's in Reality aus. Das weiß der Patient nicht. Ja, die Behandlungsmöglichkeiten. Man muss mal wirklich sagen, dass wir als Anästhesisten nicht nur im Vordergrund steht, dass wir eine gute Narkose machen. Nein, ein Hauptteil unseres Jobs ist, wir sind geschult, zu beobachten und sich entwickelnde Risiken früh zu erkennen und zu behandeln. Das ist unser Selbstverständnis. Das muss man dem mal sagen. Und schließlich Eigenbeitrag des Patienten. Und wenn Sie die Atemübungen, die ich Ihnen gezeigt habe, recht häufig und fest machen, dann tragen Sie dazu bei, dass Sie keine Pneumonie bekommen. Das war jetzt die Aufklärung über Pneumonie. Aber er hat Regulationsmöglichkeiten. Meine Empfehlung deswegen, wenn Sie aufklären, Risikoaufklärung, und Sie haben ein bestimmtes Risiko, über das Sie jetzt sprechen wollen, müssen, dann schauen Sie auf Ihre freie Hand und überlegen, mit was kombiniere ich jetzt das, dieses Risiko. Spreche ich von dem Nutzen, den er von der Behandlung hat? Spreche ich von der Prophylaxe? Wie kann ich das vermeiden, dass es eintritt? Was überwache ich? Was kann ich therapieren, falls es sich entwickeln sollte? Und was da kann der Patient selber beitragen? Und in Workshops mache ich dann Übungen. Ja, wir haben ja das Reizwort Querschnitt bei Periduralanästhesie. Und dann spielen wir das durch. Was kann ich sagen, Prophylaxe? Naja, Gerinnungsanamnese, Überwachung, ja, testen, kommt das Gefühl zurück, Therapie, Hämatomausräumung, also das kann man alles durchspielen. Kombinieren, wenn ich schon was Negatives zu sagen habe, mit was Positivem kombinieren. Keine unnötigen Wiederholungen. Ja, das wissen wenige Ärzte, dass wenn eine Behandlung immer wieder mal erfolgt, dann muss ich nicht erneut aufklären. Die Juristen, mit denen ich zusammenarbeite, ich arbeite da mit einem Bundesrichter und mit dem Justiziar der Deutschen Anästhesiegesellschaft zusammen, die sagen mir, ja, dann darfst du gar nicht aufklären. Welche Indikation haben Sie, einen aufzuklären, der das schon aufgeklärt worden ist? Wie kommen Sie dazu? Das sind doch gefährliche Worte, das ist doch ein gefährliches Werkzeug, das können Sie doch nicht einfach hier so anwenden. Da brauchen Sie doch eine Indikation. Ich habe selbst kürzlich erlebt, war ich in der Röntgenabteilung, musste irgendwas abholen, erlebe ich, wie da ein Röntgenarzt eine Patientin aufklärt über Kontrastmittelallergie, Hypotension und es stellte sich raus, die kommt da alle 3 Wochen. Ja, ich denke, ich werde wahnsinnig. Jedes Mal wieder. Oder hier, andere Disziplin, wer klärt denn über Transfusionsrisiken auf? Wer klärt über Transfusionsrisiken auf? Wer? Der Anästhesist. Ja, wir sind verantwortlich während der Operation, aber wer ist denn der Verursacher? Sollte der nicht vielleicht aufklären? Und wenn der aufgeklärt hat, dann bitte wir nicht mehr. Und das kann man ja herausfinden, kann ich ja fragen. Haben Sie schon was gehört über Transfusionsrisiken? Ja, danke. Genauso wenig haben Sie eine Indikation, einen Patienten aufzuklären, wenn der dieses Wissen schon hat. Dazu müssen Sie ihn fragen, was wissen Sie denn schon? Und Sie können sich vorstellen, dass eine Frau, die schon mal gehört hat, Querschnitt bei Periduralanästhesie, dann hat die das doch irgendwie schon verarbeitet. Da müssen Sie doch nicht mit ärztlicher Autorität nochmal kommen und sagen, Querschnitt. Ja, woher nehmen Sie dieses Recht? Fragen, was weiß der Patient? Und es besteht eine Frageverantwortung des Patienten. Die Aufklärung muss individuell sein. Die kann es nur individuell sein, wenn Sie rausbekommen, was dem Patienten wichtig ist. Und der hat eine Frageverantwortung. Verständnis fördern. Ja, nur als Beispiel. Nehmen Sie Risiko. Herzinfarkt. Sagt der Patient, Herzinfarkt kenne ich,
Nachbar im Garten umgefallen, Notarzt kam, reanimiert, zu spät, Herzinfarkt, tot. Dann muss man doch dem mal sagen, sieht im Krankenhaus anders aus. Wir haben sie am Monitor, ST-Veränderungen, Verdacht, 12-Kanal-IKG, Troponin, hat sich bestätigt, zack, sind sie in der Radiologie, gestendet, lysiert, ballondilatiert oder im Herz-OP und haben Bypass. Nachweislich ist doch das Outcome eines Herzinfarktes im Krankenhaus ein völlig anderes als draußen im Wald oder auf der Straße. Weiß doch der Patient nicht. Ja, das ist Verständnis fördern. Aha. Und dann schließlich das erlaubte Nichtsagen. Das ist eine tolle Sache. Also wir haben ja jetzt das Patientenrechtegesetz in Deutschland. Und da, das leitet sich so ab. Warum klären Sie überhaupt auf? Weil medizinische Behandlungen Risiken haben. Und deswegen müssen Sie über die Risiken aufklären, damit der Patient dann entscheiden kann, Nutzen, Risiko, will ich das nicht. Aus diesem Grund müssen Sie über die Risiken der Risikoaufklärung aufklären. Denn die hat Risiken. Tausendfach belegt, Sie können jedes spezifische Symptom durch falsches Sprechen darüber auch auslösen. Sie können einen Patienten dazu bringen, dass er so verschüchtert ist, dass er eine wichtige, wirksame Therapie verzögert oder gar verneint. Das sind Nebenwirkungen, das sind Risiken. Da müssen Sie eventuell sagen, wir wissen, dass Patienten diese Nebenwirkungen häufiger bekommen, wenn wir sie darüber informiert haben. Möchten Sie noch mehr wissen? Und dann hat der Patient das Recht zu sagen, nee. Und Sie notieren dann, dokumentieren, der Patient hat ausdrücklich auf eine weitere Aufklärung verzichtet. Diese Möglichkeit hat er. Und das ist das Vorgehen. Nicht brutalst möglich die Listen runterbeten und Hauptsache, ich habe nichts vergessen. Es gibt auch nonverbale Negativ-Suggestionen. Das ist jetzt zum Beispiel in unserem Krankenhaus der Weg eines Patienten vom Aufzug bis in OP. In strikter Rückenlage. Tausendfach gemacht täglich. Könnte aber auch so sein. Der Unterschied ist nur, das Kopfteil ist hochgestellt. Kann der Patient nicht selber machen? Braucht er eine gütige Schwester, die ihm das hochstellt? Aber dann sieht doch die Welt ganz anders aus. So einfache, kleine Dinge, die sich summieren. Ein falsches Wort, solche nonverbalen Suggestionen. Machen den Patienten, das ist die typische Sicht des Patienten bei der Narkoseeinleitung, weltweit Standard. Könnte aber auch so sein. Was ist der Unterschied? Hier ist die biologische Gesichterkennung, nämlich Punkt, Punkt, Komma, Strich ist ein Gesicht, ist hier unterbrochen. Und warum muss der Patient eigentlich dauernd Lüftungsschächte und Lampen sehen? Na gut. Das ist auch nur ein Angebot und Sie haben natürlich recht, nicht jeder Oberpfälzer Landwirt will jetzt in die Südsee. Darum haben wir auch andere Poster. Die Berge oder mein Kirschbaum in der Blüte. Und da war dann ein Patient, der lag dann da so und sagte, ah, sehr schön, aber völlig falsch geschnitten. Da habe ich gesagt, halt, wir warten noch, halt. Das will ich jetzt noch hören. Beim Zahnarzt, wollen Sie so ihm begegnen oder doch besser so? Vor allem nicht so. Der Erstkontakt. Boah, ja. Das ist unser Aufwachraum in Regensburg. Und natürlich fragen auch wir die Patienten nach der Operation, wie heißen Sie, wo sind Sie hier? Hat einer gesagt, in einer Tiefgarage? Wollen Sie nach einer Intensivtherapie so aufwachen oder doch besser so mit einem Blickfang und mit Orientierung?
Diese Videoclips haben wir in diesen Studien auch getestet und Sie sehen hier, ja, der Anblick dieses Videoclips hat die Patienten geschwächt. Das war nicht positiv, was ist in einem Krankenhaus schon positiv, aber es war neutral. Dieser Blick schwächt und dieser Blick ist beim besten Willen nicht positiv, aber zumindest neutral. Der Blick aus dem Fenster, Patienten auf der Station, auf dem Parkplatz oder in die Landschaft, das schwächt, das ist neutral. Was ist das Fazit? Es ist wichtig, dass wir die Position des Patienten einnehmen und uns fragen, was kriegt er zu hören, was kriegt er zu sehen, wie wirkt es auf ihn? Und wenn es negativ ist, dann bitte vermeiden. Je mehr Sie wissen über Negativsuggestionen, Nocebo-Effekte, umso eher können Sie sie in Ihrem Umfeld erkennen und dann natürlich abstellen, vermeiden. Oder neutralisieren. Naja, wie kann ich denn eine negative Erwartungshaltung neutralisieren? Die drückt sich ja zum Beispiel aus, indem der Patient schon sagt, das letzte Mal hatte ich. Will sagen, ich erwarte, das wird diesmal wieder so. Könnte man sagen, wäre es nicht toll, wenn es diesmal anders wäre? Und es gibt gute Gründe, zum Beispiel nehmen wir heute ganz andere Medikamente. Es geht nicht darum, dem was vorzulügen. Das Problem ist, der Patient hat eine Scheuklappensicht. Er hat was erlebt und meint nun, es war so, es ist so, es wird immer so sein. Er sieht nur noch das. Und das bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch eintritt. Es reicht, diese Scheuklappen zu öffnen und zu sagen, hey, da links und rechts gibt's ja auch noch was. Könnte ja auch anders sein. Meistens geht es bei mir schief. Sie sind aber gar keine Statistik und haben sicher schon erlebt, dass Sie auch über dem Durchschnitt liegen können. Beim letzten Mal musste ich nach der Narkose erbrechen. Ich habe eine Menge Patienten getroffen, die das auch erzählt haben und die dann eine Narkose ohne Erbrechen hatten. Das ist ein wichtiges Prinzip. Nicht gleich, ach nein, da brauchen Sie keine Sorgen, sondern ja. Ja, Sie haben ja recht. Der verstärkt es sogar noch und sagt, Sie sind ja gar nicht allein. Dasselbe haben mir andere auch erzählt. Aber jetzt hat er den Patienten. Ja, jetzt ist er auf der gleichen Ebene. Er hat ihn, er ist bei ihm und dann kann er ihn beeinflussen, indem er nämlich sagt, und die haben dann ganz was anderes erlebt. Naja, und wenn die was anderes erlebt haben, könnte ja bei Ihnen auch sein. Nicht versprechen und Sie werden nicht und so weiter. Nein. Nur die Möglichkeit wieder in den Sicht bringen, erhöht schon die Wahrscheinlichkeit, dass auch was anderes als das Schlimme möglich ist. Sie erkennen auch negative Erwartungshaltung schon, wenn der Patient sein Symptom beschreibt. Er tut es nämlich typischerweise immer, wenn ich aufstehe, habe ich diese furchtbaren Schmerzen. Und eine ganz einfache minimale Intervention mit maximaler Wirkung ist nun, dass der Therapeut diesen Satz wiederholt. Er macht ihn ein bisschen geschmeidig, indem er sagt, ach ja, also, ich verstehe. Und jetzt wiederholt er den Satz, nur ersetzt er das Wort, nimmt er das Wort immer weg und ersetzt es durch meistens oder oft. Was dann passiert, ist Folgendes. Der Patient hat eine schlechte Erfahrung, Schmerzen. Er meint, das ist bei mir so, es wird immer so sein. Bumm, ein Betonblock. Wenn es Ihnen gelingt, aus diesem immer ein meistens zu machen, dann gibt es da Ausnahmen. Und die sind doch interessant. Mal auf die Ausnahmen zu schauen. Wann war es denn mal nicht so? Ach, als Sie ausgeschlafen waren. Dann müssten Sie das vielleicht öfter mal machen. Verstehen Sie, lösungsorientiert, nicht problemorientiert. Sie dürfen nur die Schritte nicht zu groß machen, also nicht vom immer auf manchmal gehen. Dann schüttelt der Kopf und sagt, nein, bei mir ist es aber immer. Aber in kleinen Schritten, von meistens auf oft und dann können Sie im nächsten Satz und so weiter, können Sie diese Lücken größer machen. Oder Sie lassen das Symptom in der Vergangenheit, dort gehört es hin.
Ja? Ich habe immer so empfindliche Zähne. Aha, ich verstehe. Sie haben bisher ziemlich empfindliche Zähne gehabt. Ja, da kann man nicken. Ja, 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 es war in der Vergangenheit. Aber der Unterschied ist, dass dann die Zukunft wieder offen ist und nicht festgelegt wie hier. Sie sehen an diesem kleinen, einfachen Beispiel, da geht es um einen Satz und da kann sich schon das ganze Negativ-Erwartungsbild des Patienten ändern. Also was machen wir jetzt besser in der Anästhesie? Was will denn der Patient hören? Positives. Sicherheit, Wohlbefinden, Heilung, Begleitung. In allen Wortvariationen und nicht nur einmal, immer, immer wieder. Wir sind ein ganzes Team, das sich jetzt um ihr Wohlbefinden und ihre Sicherheit kümmert. Jetzt kriegen Sie ein Medikament, das macht es gleich ein bisschen schwindelig, das ist so wie drei Schnäpse oder so. Nein, das alles etwas leichter macht, vielleicht ein bisschen beschwingt. Ich gebe zu, das habe ich mir nicht einfallen lassen. Ich war Narkoseeinleitung, Anästhesie-Schwester sagt zum Patienten, nö, jetzt wird ihn gleich schwindelig, das ist wie ein Rausch. Sie sieht meine Stirnfalte und das sieht auch die junge Assistentin, die ich anlerne, und die sagt, ja, es könnte auch ein bisschen beschwingt machen. Ha, toller Ausdruck. Und die Assistentin hat gelernt, sie kann es auch besser machen als der alte Professor. Also da ist jeder gefordert, einfach besser zu formulieren. Und hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für Utilisation. Also ich erkenne ja, jetzt hat er hier den Blutdruck gemessen, jetzt lässt er die Luft ab. Da könnte ich sagen, und so wie der Druck jetzt im Arm nachlässt, lässt der Druck nach. Und diese Entspannung kann sich über den ganzen Körper ausbreiten. Ja, ich verwende, was der Patient gerade erlebt und mache was draus. Ganz wichtige Methode der Positivsuggestion ist die Dissoziation. Es ist überall schöner als im Zahnarztstuhl oder im OP. Deswegen das Angebot an den Patienten. Es gibt sicher einen Ort, wo sie jetzt lieber wären als hier. Oder wo waren Sie denn zuletzt schön im Urlaub? Bitte vergessen Sie das Wort schön nicht. Nicht, wo waren Sie zuletzt im Urlaub? Es war furchtbar. Wo waren Sie zuletzt schön im Urlaub? Dann ist Pause. Der Patient geht auf eine innere Suche und wenn er dann sagt, Toskana, dann können Sie ihn fragen, und wie fühlt sich die Sonne dort auf der Haut an und nach was riecht es? Also dann sind Sie in der Gegenwart und können die Sinne abfragen. Wenn dann die Anästhesieschwester sagt, ja, da war ich auch schon und wir sind von da nach da gefahren und da eingekehrt, dann sage ich, halt, halt, es geht nicht um die Reiseroute, es geht um Erleben. Und das können Sie über die Sinneseindrücke machen. Und wenn Sie dann wieder wach sind, sind Sie vielleicht überrascht, wie schnell und gut das alles gelaufen ist. Und gespannt darauf, auf was Sie als erstes Appetit bekommen. Sie kennen auch Patienten, die wirklich Angst haben, vielleicht wachen sie nicht mehr auf. Da hilft dann nichts zu sagen, ach, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Sondern hier wird implizit gesagt, und wenn Sie dann wieder wach sind, dann, das impliziert, es gibt einen danach. Und das ist hier ein posthypnotischer Auftrag. Wenn es gelingt, der wacht auf und stellt sich die Frage, auf was habe ich Appetit? Na, das ist doch antiemetisch bis dorthin aus. Ja? Appetit und Übelkeit vertragen sich nicht. So können Sie positiv suggerieren und wir sind die ganze Zeit bei Ihnen, weichen nicht von Ihrer Seite und behüten Sie. Wir müssen wieder lernen, die positiven Worte, die da sind, nicht lügen, sondern die da sind, auszusprechen, um dieses Ungleichgewicht, das in der Medizin herrscht, negativ, Risiken, bam, 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 muss auch sein, aber wo ist das Gegengewicht? Das müssen wir wieder herstellen. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass all diese Suggestionen im Kontext der Beziehung wirken.
Also wenn ich jetzt hier in Luzern spazieren gehe und plötzlich kriege ich einen Schlag in den Rücken und ich drehe mich um und es ist ein alter Kollege, den ich lange nicht gesehen habe, dann freue ich mich und nichts tut mir weh. Ich drehe mich um, es ist ein Skinhead, es tut sau weh und ich laufe, was ich laufen kann. Abhängig von der Beziehung kommt was völlig anderes raus. Und so ist es mit den Suggestionen. Eine Negativsuggestion ohne Beziehung ist noch schlimmer. Eine Mitbeziehung ist viel schwächer. Und die positiven wirken auch. Es geht darum, ob zwischen dem Patienten und dem Arzt eine Beziehung eingetreten ist. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich schützen wollen vor einem Aufklärungsschaden, dass der Patient keinen Schaden nimmt durch Ihre Aufklärung und dass Sie keine Klage bekommen, wenn was schief geht, dann bauen Sie auf die Beziehung. Das sagen mir alle Schiedsgerichte und alle Medizinrechtler. Ein Schaden, den ein Patient erleidet, führt nicht zur Klage. Da muss was dazukommen. Ein Kommunikationsversagen. Entweder war von Anfang an keine Beziehung da oder nach dem Schaden hat sich keiner mehr gerührt. Wenn Sie sich schützen wollen, Beziehung. Was braucht also der Patient? Ja, dass wir Negativsuggestionen und negative Erwartung zurückdrängen, dass wir uns die Worte besser überlegen, dass wir eine Beziehung aufbauen, den Patienten begleiten mit Empathie, Rat und Zuspruch. Das ist, was der Patient braucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.